glaube, das ging aber vorher nicht, dass du da. Ich glaube, das Essen ist fertig. Kommt gleich. Aber nur. Hä? Macht Trinken nur voll gemacht? Was? Ah. Das geht bei mir nicht, probier mal. Trinken. Das macht Trinken voll. Nein! Für was sind dann die Eier? Keine Ahnung. Aber es macht halt trinken voll, das ist doch auch nicht verkehrt. Oh. Hm? Oh. Für mich so super komisch. Gut. Ah. Na doch, das müsste gehen, ne? Dass da Loks noch drüber fahren. Hier hängt auch erstmal nichts mehr an Fisch da, ne? Hast du noch irgendwie rohes Fleisch, was wir aufhängen können? Oder wollen wir es erstmal bekochen? Ich hab verbranntes Fleisch. Ein Fleisch habe ich noch roh. So. Ja. Erdgeschoss ist doch schon die Steinmauer außenrum noch ganz gut gefüllt. Du hast gesagt, du bist da drüber gekommen, ne? Drüber. Über die Palisaden. Oder Zipline. Da stand die doch noch gar nicht, oder? Um die Loks da noch drüber gehen. Nein. Man kommt nicht drüber. Das gehen, hä? Aber das geht. Ja. Ja, dann passt okay. Das. Und dann mache ich nämlich hier erst schon mal zu. Und die ein bisschen gelenkt bekommen. Könntest du dann upgraden mit Stein? Na, frei. Da brauchen wir noch 4 Kelvins. Aber wir haben doch dich. Ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Deine Solarzelle ist schon oben aufs Dach geschraubt? Nee, ne? Ja. Ah, okay. Richtiger Akkord, ey. Oh. Angegriffen. Aus Hilfe? Der brennt? Wieso brennt er hinter dir? Weiß ich nicht, ich hab nichts. Warum brennt er? Warum brennst du? Wieso löst da keine Falle aus?
Weiß ich nicht, der klettert doch einfach über die Palisade. Oh. Das ist ein Verbrannter, oder? Wo ist er denn? Nicht ins Haus rennen! Nein! Feuermann! Der ist tot! Oh Gott. Nicht dich innen ins Feuer schmeißen? Aber. Der hat aber auch, hat sich einfach lautlos angeschlichen. Ich brenne, Mutti! Da freue ich mich für dich. Oh, ne? Brennst du etwa für mich? Vor Leidenschaft? Freiwillig? Solange wir uns kein größeres Bett leisten können, müssen wir kuscheln. Okay, Kevin steinigt ihn erstmal. Ich hau ihn mal zum Kochtopf. Mal gucken. Hm. Müssen wir nicht so. Ihn etwa kochen? Nee. Hm. Der lehnt mit dem Arsch am Kochtopf fest. Ich weiß nicht, ob er brennt, ob er gar wird. Ich weiß es nicht. Aber es passieren Dinge. Jetzt ist er durchgeröstet. Augen sind noch dran. Biss fällt fast raus. Es wird dunkler. Fleisch wird weniger. Ich glaube, der zerbröselt gleich. Zerbröselt. So zerbröselt als einfach ein Keks. Kevin rennt durchs Haus. Ich kann Balkon fertig machen. Mit einer zweiten Lampe. Wenn die Stücke hätte. Verdammt. Machen sie wieder die 17 Probleme. Jetzt mal 4 Steine gesammelt. Ich finde keine Stöcker mehr. Oh, lass weg. Voll einen. Auch nur einen. Prima. So. 1, 2 Stöckchen gefunden. Holzlager ist wieder voll. Oh, fängt. Hier wieder runterkommen, ne? Ja, oder ich brauche halt das so ein bisschen hier rein ins Haus. Bis Nacht wird und dann würde ich es für heute dann belassen wollen. Jo.
Es wird eh schon langsam dunkel. So, eine zweite Balkonfackel. Da kommt noch ein Tischlein drauf. Perfekt. Perfekt. Oh, da können wir eigentlich damit auch noch einen hinsetzen. Stoff. Zack. Perfekt. Können wir eigentlich fast noch zwei Stühle hinzaubern. So Knochenstühle, wenn wir davon ein paar haben. Packe ich mal das Knochenlager mit hoch. Achso, muss erst leer sein. Du hast es fertig gebaut? Yep. Gut. Ich dachte mir so, das stimmt gut. So auf der Terrasse. Ja. Oh, Kevin versperrt die Tür mit Steine. Oh, ich habe noch einen. Na gut, ewig dauert das jetzt nicht mehr, dann ist unten auf jeden Fall zu. Ja. Jetzt haben wir unten gar keine Fenster, ne? Würde ich auch nicht machen wollen. Damit das schön robust bleibt. Kannst zwar auch Fenster reinzimmern, aber würde ich eher dann im ersten Stock anfangen, dass es unten wirklich alles geschlossen ist. Da brauchen wir aber definitiv unten noch mehr. Weil nicht also mit ja. Na, nicht, dass sie unten irgendwo dann reinspringen oder sowas. Weil wir da jetzt auch Springer mit im Spiel sind. Oh, perfekt. Was ist mit der Tür los? Tür? Ich habe mal die Tür aufgemacht. Ich glaube, die bleibt jetzt so. Achso, dann kann ich auch schon mal von oben Licht runterziehen, ne? Mit den Lampen. So. Ja, dann wirklich mal, obwohl das Haus zählt, aber schon zumindestens fällt mir jetzt auf, es steht nicht mehr hier, ist kalt. Vorher war es doch immer so, dass selbst im Haus, wenn du nicht am Feuer warst, war es kalt, ne? Ja. So. So, immer wenn ich am Feuer bin. Wenn ich weiter weggehe, steht nicht, also das zählt schon irgendwie. Wahrscheinlich so bald wie eine Art Dach oder was drüber ist, ne? Kann das sein? Jo. Ich hab nicht mehr Draht. Wo bin ich hier runtergegangen? Ich das riecht doch noch gar nicht, oder? Waren das? Wir haben ja die nachts betrieben gar nicht.
Ja, das Doofe ist halt, wir haben keine Batterie oder sowas. 27 Watt generieren die gerade, aber es wird halt weniger. Guck mal, ob ich irgendwo im Dachboden noch die Batterie unterbringen kann. Boah. Ach so. Ah. Hast du noch eine Batterie? Wo war die? Ja, hab ich. Im Inventar oben beim Radio. Ich hab sie. Hab ich zumindest jetzt die Batterie mit 100 Watt. Ah ja. Sagen wir 200 Watt. Richtig? Jo. Machen die jetzt Lampen schon Licht? Nee. Kann sein, dass ich irgendwo noch einen Draht vergessen habe. Gut, wo hast du denn angefangen? Normalerweise hier. Ah, jetzt. Jetzt ist es verbunden. Und unten ist Licht. Oh, ich gehe kaputt. Hast du jetzt beide Solarplatten hier verbunden irgendwie? Die sind verbunden, ja. Irgendjemand hat im ersten Stock. Kann ich auch anmachen? Bing. Hat er noch Draht? Ja. Achso, wir müssen dann wahrscheinlich auch mal an. Kannst du hier, wo ich bin, komm mal bitte runter? Nicht oben erstmal alles verbasteln. Muss ein bisschen sparsam sein. Wir haben auch nicht so viel. Hier, wo ich stehe, nochmal einsetzen. Hier oben, über mir, den Balken. Okay. So. Dann haben wir hier Licht. Kannst du hier noch einsetzen? Den Balken hier oben. Und an dem Balken hier. Und daneben auch noch ein. Also hier wo ich bin. Hier drunter. Genau. Und da jetzt eine Lampe von dir dran machen. Mittig oder was? Na, hier so. Eine Lampe nicht. Du hast noch Draht in der Tasche ausgerüstet. Musst auf Lampe wechseln. Die Batterie hier oben auch leer? Ah ja, 100 Watt beide. Also wir haben 200 Watt, die wir belasten können. Perfekt. Würde ich da mal noch, warte mal. Uah, Kevin hat ganz viel Stein mitgebracht. Beim Bett ist noch recht dunkel. Ja, das ist doch nur die Ecke, das geht. Mach mal hier nochmal Draht, bitte. Und da kannst du auch noch eine Lampe dran hängen. Dann würde ich es erstmal soweit belassen. Ja, dann haben wir ein Erdgeschoss hier unten ganz gut beleuchtet. Oder wenn wir hier hinter noch gehen, mach mal, dass es hier hinten noch eine Lampe hinkommt. Und ein bisschen mit Draht hier hinter. Der ist schon, der nächste muss noch. Und dann hier, da hinten, der hier. Genau, da die Lampe hin. Weil dann haben wir es eigentlich so gut erstmal beleuchtet. Draht habe ich dann nur noch einen. Ja. Dann haben wir es hier ein bisschen versetzt von den Lampen her. Aber das ist okay. Warum haben wir noch drauf? Ich würde es erstmal sparen, dass wir für den ersten Stock auch nochmal. Weil Lampen haben wir nicht so viele. Ja, nee. Reichen die Batterien, das zu betreiben? Über Nacht wahrscheinlich. Ja. Was essen?
Ja, wir müssen eh schlafen. Lass sein mit Essen. Weil es ja nächsten Morgen dann weg. Ja, aber sonst komme ich wahrscheinlich nicht über der Nacht. Wie? Ist dann Hunger oder was? Ich glaube, du stehst dann auch auf. Das ist zu wenig. Ich speichere erstmal, bevor ich schlafen gehe. Speichern nochmal. Ja. So, gut. Hi. Guck ich trotzdem nochmal hoch, ob die Batterien jetzt laden. Müssten in jeder Batterie 100 Watt dran stehen. Ja. Auch du siehst nicht mehr, wie was die Kapazität haben, ne? Das siehst du nicht. Nee. Naja, ist ja geil. Solange das leuchtet. Ja, normalerweise mit, das sind ja, wir haben ja LED-Lampen, nicht? Das sind ja, 200 eben. Watt, kannst du viele Lampen. Ja. Also. Deswegen. Easy peasy. So, jetzt nicht mehr machen, weil ich würde jetzt auch nicht nochmal irgendwas machen. Nö, ich setze mich auf die Terrasse. Jo! Ja. Dann hätten wir das heute geschafft. Wir haben sogar nochmal. Ja gut, das können wir gleich drauf eingehen. Sehr viel geschafft. Wir haben das Haus, die erste Etage komplett gesetzt. Angefangen, das Dach hoch zu zimmern. Wir haben Strom jetzt, wir haben unten Licht. Und unten das Erdgeschoss, die Mauer ist fast vollständig da. Eigentlich nicht schlecht. Ja, ein bisschen was fehlt noch. Ja, fehlt noch jede Menge, aber wir sind bisher ganz gut vorwärts gekommen. Die Zeit, die wir so ein bisschen hier investiert haben. Und dann wollte ich einfach sagen, ja, bis zum nächsten Mal, YouTube. Haut rein. Ciao. Einjauen.